So, da bin ich wieder. Neue Geschichte von der Polizeikontrolle. Übrigens, ich bin das letzte Mal gefragt worden, sind ja nette Geschichten, wo ich mir das ausdenke. Muss ich aber sagen, so eine Sachen wie jetzt zum Beispiel die von den Polizeikontrollen, die sind wirklich passiert. Das ist kein Flachs nicht, das ist nicht irgendwie hyperaktive Fantasie, die ich habe, sondern die Sachen sind so passiert, wie ich es sage und wie ich es verzeihe. Ja, das kommt mir jetzt gleich zum nächsten Thema. Eine neue Geschichte von der Polizeikontrolle ist jetzt nicht einmal ein Jahr her, halbes, dreiviertel Jahr. Wann genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. In meinem Blog, die Geschichte ist, steht auch drin, da kann man es dann dazu lesen. Ja. Also, wie gesagt, Polizeikontrolle, diesmal auf dem Weg von Fronten zum Tanken. Ja. Gleich hinter der Grenze, erste Ortschaft hinter der Grenze und kontrolliert wurde raus zu, also sozusagen aus Österreich, aus der Ortschaft raus, ist abgesperrt gewesen, nach Österreich nein, nicht. Wen ziehen sie natürlich raus? Auf dem Weg von Deutschland nach Österreich, den Langhaarigen mit dem alten Auto, mich, klar. Ne? Alle anderen, die reingefahren sind, die haben weiterfahren dürfen. Ich mit meinem alten Ford Fiasco, ich habe anhalten müssen und bin kontrolliert worden. Zwei so Gendarmen, ja, in Österreich heißen die ja Gendarmen, also von der Gendarmerie, keine Polizei, sondern Gendarmerie. Haben wir also dann kontrolliert, besser gesagt, die eine Polizistin hat mich kontrolliert. Der Kollege hat derweil die sämtlichen anderen Fahrzeuge kontrolliert, die Österreich auswärts gefahren sind. Ungefähr 6, 7 in der Zeit, wo ich kontrolliert worden bin. Ja, wie gesagt, ne, die Langhaarigen mit dem alten Auto sind die üblichen Verdächtigen. Die haben natürlich immer alle einen Träger am Stecker. Die muss man kontrollieren. Ich bin halt dann da reingefahren, habe mich hingestellt, bin ausgestiegen. Bei Österreich darf man das noch, ne? In München brauchst du das gar nicht probieren, da wird der gleich wieder gesagt, nein ins Auto und der hat die Hand an der Knarre. Ne? Auf jeden Fall ausgeschickt, meine Papiere raus, der guten Frau geben. Sag ich da, kontrollieren Sie es. Dann ist die um mein Auto rumgerannt, warum auch immer. Weiß nicht, 4, 5, 6 Mal. Ja? Und hat immer ihre Fragen dabei gestellt. Was mache ich denn? Sage ich, ja, ich fahre tanken. Ja. Die Autonummer EI, also Eichstätt, ist ja nicht gerade aus der Ecke. Sag ich, nein, das ist Eichstätt. Ja, wie weit ist denn das weg? Sag ich, 230 Kilometer. Ja, da fahren Sie zum Tanken nach Österreich. Sag ich, nein, ich arbeite im Pfronten und fahre zum Tanken nach Österreich, bevor ich am Wochenende wieder heimfahre. Weil es billiger ist, ne, der Sprit. Also zum Teil, na du. 15 Cent war damals schon billiger, bis jetzt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, klar, ne, man fährt von Eichstätt 230 Kilometer zum Tanken. Das ist ein halber Tank, auch bei meinem Fiasko gewesen. Damit man voll tanken kann und den halben Tank auf dem Weg heim wieder verbrannt und beim nächsten Mal tanken von den die andere Hälfte vom Tank verbrannt. Das ist Logik, die haben eigentlich, glaube ich, bloß Polizisten gepachtet. Ja, dann natürlich die wirklich wichtigen Sachen. Ne? Darf ich mal ins Auto reinschauen? Sag ich, ja klar, Fenster sind dazu da, dass man durchschaut. Schau rein, wenn da was gefällt, können wir darüber reden. Ne? Gut, sie schaut rein, irgendwann hat sie so ein kleines, silbernes Kastl entdeckt, das ich habe. Das da vorne, so, ja, nicht im Handschuhfach, sondern in so dieser Ablage unterhalb vom Armaturenbrett liegt, ja, all die Autos haben sowas noch. Und dann meint so, was ist denn das? Sag ich, eine Verkleidung für mein PDA? Für was? Sag ich, eine Schachtel, wo ich mein PDA rein tue, damit es nicht verkratzt? Was? Sag ich, für mein Taschencomputer eine Schutzhülle. Ja, und die andere kleine Schachtel? Da habe ich dann nur eine kleine Schachtel in meinem Auto drin rumflacken. Die ist auch selber, hat ein Warner Bros. Logo drauf geprägt. Die habe ich mir damals in die Staaten gekauft. Vor ja, 14 Jahren. Das ist eine Visitenkarten-Schatulle. Also so ein Visitenkartenkastel.
Und dann hast du mich gefragt, ja, und was haben wir da drin? Sag ich, nix, ein paar Visitenkarten. Ja, darf ich die mal sehen? Sag ich, ja klar, die haben sie noch keinen Zwang. Ja, können sie es raus? Lange ist halt nein. Ich hab nichts zum Verbergen. Ja, und was ist in dem anderen drin? Sag ich, in der PDA-Schachtel. Ja, sag ich, nix. Dann schaut sie mir um, wie der Schweiber, wenn es blitzt. Ja, wieso nicht? Dann sag ich, weil das PDA an der Scheibe hängt, weil das mein Navigationsgerät ist und zeig sie, sag ich, da, schau hin. Ja? Da ist es. Ah, und das kann man dann nicht. Sag ich, ja, wenn ich das PDA durch die Gegend schleppe, weil ich mir irgendwo in der Stadt verlaufen könnte, dann habe ich das in der Schachtel drin. Aha. Ja, und in der anderen Schachtel, sag ich, in meinem Visitenkartenkastel, da sind ein paar Visitenkarten drin. Hab dann das Ding rausgeholt, weil die wollte scheinbar in mein Auto nicht rein. Weiß nicht, vielleicht hat es gestunken drin. Keine Ahnung, mir fällt das ja nicht auf. Ja, wenn man eine Zeit lang drin sitzt, ne, da ist der Eigengeruch sozusagen für einen Usus. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann das Kastel gesagt, sag ich, hey, da, nix. Visitenkarten sind drin, zwei Stück. Ja, okay. Ja, darf ich meinen Kofferraum schauen? Sag ich, ja, logisch. Gut, ist also nur mit ums Auto rum, ja. Warum auch immer. Dann habe ich den Kofferraum aufgemacht und dann habe ich so einen ja, Aluminiumkoffer drin, da wo der ein Werkzeug drin ist. Was man halt so braucht bei einem alten Auto. Ne? Ein paar Schraubenschlüssel, ein paar Schraubenzieher und ein Wandler. Ich habe einen Wandler von 2 Volt auf 220 Volt. Also für den Fall, dass man irgendwann einmal, was weiß ich, am ADW steht und hat zum Beispiel gerade, was weiß ich, irgendwas dabei, was normal an Steckdosen angeschlossen gehört, aber halt im Auto nicht funktioniert, aber das man gerade im Moment braucht. Und dann hängt man den Wandler dazwischen, lässt den Motor laufen, kostet dann Sprit, aber Batterie wird nicht leer und man kann nicht das Ding anstecken. Ich habe früher zum Beispiel mein Laptop damit betrieben im Auto, weil ich da kein Ding nicht gehabt habe, kein Autoladegerät. War einfach zu teuer, das Teil. Aber ist egal. Auf jeden Fall schaut dann das Ding so an. Was ist das? Sag ich, ein Wandler? Wie? Sag ich, ein Wandler. Was macht der? Sag ich, der wandelt Strom um. Aha. Und wie das? Sag ich, ich bin kein Elektriker, ich bin Webdesigner, aber ich denke mal, mit Hilfe von einem Trafo, so habe ich das jedenfalls in der Schule gelernt. Aha. Ja, und was ist sonst noch drin? Sag ich, Werkzeug? Aufgemacht, reingeschaut, ja, ah, Werkzeug, okay. Ja, sag ich, und jetzt kann ich es wieder zumachen? Ja, okay. Dann hat sie meine Papiere genommen, ist abdackelt, ist zu ihrem Auto hingegangen, und dann alles per Funk durchgeben, ja, ist ja bei uns auch nicht anders, der, ne, wer dann geschaut, wer der gesucht bei uns, ist der Haftbefehl da, oder sonst irgendwie Träger am Stecker, der Langhaarige mit seinem alten Auto, hat nichts gefunden. Da haben wir schon gedacht, so, jetzt kommst du dann zurück und sagst, wir waren das damals in Klagenfurt. Dann hätte ich gesagt, mir war schon. Ich bin aus der Bank rausgekommen und war nicht der Einbrecher und auch nicht der Bankräuber, sondern das war ein Fehlalarm. Tja, und dann war das die Kontrolle vorbei und dann bin ich weitergefahren. Als einziger in Richtung Innenstadt, ja, auf gut Deutsch gesagt, auf Richtung Österreich rein, der kontrolliert worden ist. Die anderen haben alle durchfahren dürfen, raus zu sein, kontrolliert worden. So viel zum Thema, man hat ja keine Vorurteile als Polizist. Gerade nicht gegen Langhaarige mit alten Autos. Ne? So, meine Herren Polizisten, vielleicht doch einmal nachdenken darüber, dass die wo einen dicken Benz fahren, vielleicht doch einen Träger anstecken haben könnten, weil irgendwie müssen sie den Benz ja zahlen, wenn sie in einem gewissen Alter sind. Die mit den alten Autos haben meistens das Geld nicht, um mit Drogen zu handeln. Und haben vielleicht auch gar keine Lust nicht darauf. Ne? Die haben halt nur lange Haare und ein altes Auto. Sind nicht immer Drogenhändler drunter. Ne? Ich würde mal sagen, äußerst selten wahrscheinlich. Ja? Aber ich weiß aber, das ist seit 2000 Jahren, seit einmal da irgendwo in Jerusalem ein langhaariger Aufrührer an einem Baum genagelt worden ist, haben wir Langhaarigen halt einfach wegen der Malus weg und jetzt muss ich dann schon langsam Schluss machen, weil sonst gehe ich wahrscheinlich auf den Senkel mit meiner Geschichte. Ja, das war's jetzt von der zweiten Polizeikontrolle. Ich habe schon ein paar
keine Angst, die kommen alle so Stück für Stück dann. Verzeihe euch, alle schön, mütlich irgendwann einmal. So, was gibt's sonst noch? Nichts mehr, das war's für heute. Und wie gesagt, Flo, es ist alles wirklich passiert so. Ich wünsche euch was. Pfiat's euch.